Die diesjährige Hauptübung von der Feuerwehr Brattelen ist in der Nähe vom Feuerwehrdepot durchgeführt worden. Am ersten Posten ist das Abdecken von einem Sturmschaden auf einem Dach mit einer Blache gezeigt worden. Zwischen ihnen gibt es natürlich auch Probleme, wenn Seilsäcke am falschen Ort aufgenommen werden. Muss man das alles durch die ganze Leiter durchfädeln. Da hat eine eingeklemmte Person unter einem umgekippten Baucontainer müssen gerettet werden. Jetzt wird es für die Brattler Feuerwehr schon ein bisschen aufwendiger. Ein Chemieunfall mit einer kontaminierten Person. Die kontaminierte Person hat niemand beneidet, aber nach dieser Übung war sie sicher sauber gewesen. Die Rettung von Schülern aus einem brennenden Schulhaus gehört schon fast zum Standardprogramm von einer Hauptübung. Die Schüler haben mit Begeisterung mitgemacht. Das Ziel unserer heutigen Hauptübung ist, die Bevölkerung zu zeigen, dass wir nicht einfach nur eine Feuerwehr sind, sondern dass es nur noch Nebensache ist, dass die Hauptsache eigentlich aus anderen Sachen bestünde, wie Sturmschäden zu beheben, Wasserschäden oder auch Verkehrsunfälle oder auch Ölspuren. Das ist sehr wichtig, das die Bevölkerung auch mal rüberzubringen. Wir haben gesehen, dass die Feuerwehr viel anbringt und wichtig ist für das Dorf. Wir stehen aber jetzt auch vor dem Feuerwehrmagazin und das Feuerwehrmagazin, wo wir davor stehen, das steht nicht mehr so auf guten Beinen. Auf rutschigem Boden ist zu klein. Wir brauchen in Brattelen für die gute Feuerwehr, die bei der Inspektionsprädikat sehr gut bekommen hat, ein neues Magazin. Wir wollen das bauen in der Stockmatt draussen. Und ohne das Feuerwehrmagazin droht, dass die Feuerwehr bei einem Erdbeben bei diesem einsturzgefährdeten Gebäude als erste unter Stein und unter den Schutt kommt und Brattelen nicht mehr helfen kann. Darum müssen wir am 27. November dem Feuerwehrmagazin zustimmen.